Wanzelsberger Immobilien präsentieren Ihnen die Heimatgeschichten. Wir sind in Erding, nordöstlich von München. Im Jahre 1228 wurde die Stadt gegründet. Typische Merkmale dieser wittelsbachischen Stadtneugründung sind die zwei Achsen. Die Nord-Süd-Achse, lange Zeile genannt, hat als Straßenmarkt gedient. Und die Ost-West-Achse endet mit dem Schrannenplatz, an dem dann ab 1300 der Stadtturm erbaut wurde. Von den ursprünglich 4 Stadttoren ist nur noch der schöne Turm erhalten. 2013 dann wurde Erding zur großen Kreisstadt erhoben. Bürgermeister Maximilian Gotz hat uns unter anderem den schönen Stadtpark gezeigt. Viele Stufen rauf ging's mit Doris Bauer. Und der Musiker Martin Wiedel hat für uns mit diesem Instrument hier musiziert. Und heute geht's nach Langengeisling. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute in Langengeisling. Und da habe ich mir sagen lassen, wenn wir nach Langengeisling fahren, dann müssen wir zu einer Person, die hier jeder kennt. Und der steht jetzt schon neben mir, das ist der Sepp. Servus, Sepp. Servus, Gäste. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du, wo sind wir hier? Warum sind wir hier? Das fragst du dich, gell? Das frage ich mich auch, ja. Aber es wird so was Außergewöhnliches sehen. Also, ihr habt gesagt, das kommt zu uns. Und das ist jetzt das Sportgelände vom FC Langengeisling. Und rein zufälligerweise bin ich der erste Vorstand. Aha. Und wir haben die letzten Jahre sehr intensiv hier gearbeitet. Wir haben ein neues Vereinsheim gebaut mit zahlreichen Umkleidekabinen. Und Gott sei Dank sind wir vor der Corona-Krise noch fertig geworden. Und das ist jetzt doch eine gewisse Attraktivität in unserem Ort. Wieso bist du froh, dass ihr vorher fertig? Weil du meinst, ihr wärt sonst gar nicht fertig geworden jetzt im Lockdown und so weiter. Nee, oder? Das ist einfach so, dass wir natürlich unheimlich von der Stadt Erding bezuschusst worden sind und unterstützt worden sind. Und dass natürlich jetzt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt aufgrund der Corona-Krise natürlich anders sind. Also das war jetzt vehement wichtig. Und weil halt die Situation schwierig war, weil doch viel an Eigenleistung passiert und jetzt die Mitarbeiter gar nicht so die Mitglieder nicht so auf den Platz können, aufs Gelände können, um die Arbeiten zu machen. Also ihr seid fertig geworden und jetzt steht eigentlich erstmal alles still. Wir waren fertig, wir haben eine 100-Jahre-Feier geplant und Einweihungsfeier. 100-Jahre-Feier, ja, der Verein gibt es seit 1920. Wir haben eine 100-Jahre-Feier geplant und Einweihungsfeier. Das haben wir jetzt alles verschoben. Auch 2021 wird es wahrscheinlich versorgen, wie es jetzt momentan ausschaut. Aber der Sportbetrieb hoffe, dass es in ein paar Wochen wieder angeht. Gell schon, das könnte schon passieren, jetzt, wenn der Frühling kommt. Also was das betrifft, bin ich sehr optimistisch gehabt, dass wir ab Mitte März wieder zum Trainieren beginnen können und zumindest die Restsaison fertig gespielt wird im Frühjahr. Auch das ist sehr positiv. Wir wollen aufsteigen. Die Bezirksliga schaut sehr gut aus. Die Damen wären der einzige Verein im Stadtgebiet mit Damen- und Mädchenmannschaften. Aha. Und die stehen auch sehr gut da. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Naja, seid also ein richtig erfolgreicher Verein hier. Das ist noch ein bisschen von der Struktur her gegeben. Wir haben ja der Ortsteil von Erding, der immer schon sehr autark war und ein sehr großer Zusammenhalt war. Aha. Und das wissen halt die Leute ja zu schätzen. Und bei uns geben halt normalerweise zum Verein mit 10 dazu. Und mit dem Sterbetag tritt man aus. Ist nicht mehr ganz so, aber früher ist das ganz normal so gewesen. Ja. Und also hast du hier auch Fußball gespielt? Mein Großvater war Gründungsmitglied, mein Sohn ist in der 4. Generation. Ja. Ich habe auf dem alten Gelände noch gespielt, das war ein paar hundert Meter weiter, aber logisch, hier habe ich meine Jugendzeit verbracht. Schon, gell? Ja. Und das ist jetzt das neue Vereinsheim. Ja. Das schaut wirklich ganz schön aus. Ja, ich bin der festen Überzeugung, da ist uns was Außergewöhnliches gelungen. Mhm. Gott sei Dank auch mit der Mithilfe der Stadt Erding und mit sehr guten Architekten, das muss man fairerweise sagen, und auch mit dem ganzen Rückhalt im Verein. Das ist ja, wir müssen ja sowas in die Vereinsgremien beschließen und auch von der Mitgliederversammlung. Mhm. Und haben der Versammlung gehabt, da waren über fast 25% der Mitglieder da, 170 Stunden einstimmig beschlossen worden. Wow. Das geht ja um eine Größenordnung von über 3 Millionen und da hat ja der Verein doch fast 1 Million selber stemmen müssen. Über zinsgünstige Darlehen der Stadt Erding. Aber Darlehen ist auch, wenn es zinsgünstig ist, muss zurückbezahlt werden. Aber ich glaube, das haben wir schon im Rahmen, das bringen wir hin. Und das kannst du uns jetzt auch zeigen, oder? Da gehen wir mal rein. Wir rein. Ja, das machen wir. Also. Auf geht's, Geisling steht da. Also hier, das sind jetzt hier so die Umkleidekabinen. Ja, wir deren die Namensrechte der Umkleidekabinen verkaufen. Wir haben schon 4 Kabinen Namensrechte verkauft hier an die Sparkasse. Das ist ein Teil von der Refinanzierung und dafür haben die natürlich auch das Recht, eine Werbung ranzumachen und mit Unterstützung natürlich im Heimverein. Und das ist ganz witzig, weil das natürlich auch wieder sehr gut rauskommt. Rot ist jetzt nicht unbedingt unsere Vereinsfarbe, aber wenn genug bezahlt wird, akzeptieren wir auch das. Jetzt schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht.
Sepp zeigt uns noch die Duschen, die Sauna und die weiteren Kabinen. Und jetzt können wir noch hochschauen. Okay? Jetzt gehen wir rauf, gehen wir ins Vereinslokal. Gut, schauen wir mal. Sepp, jetzt habt ihr hier noch kein einziges Spiel anschauen können, oder schon? Doch, doch, nein, schon. Wir haben schon. Wir haben am 12. Oktober 2019 eröffnet mit einem Heimspiel. Okay. Und wir haben im Oktober, November, Dezember noch ein paar Spiele gehabt. Und dann letztes Jahr eigentlich gar keins mehr, aber genau. Im Herbst erst 2020 wieder. Mhm. Seit noch nichts. Aber wir befinden uns jetzt im Gastraum oder im Vereinsheim von FC Lang Geisling. Und das ist der große Stolz für alle Mitglieder, weil das ist reine Vereinsleistung. Das haben wir finanziert, ohne Zuschuss der Stadt. Mhm. Also da haben wir in das wirtschaftliche Risiko gegangen. Und hoffen einfach, dass wir das über den Ertrag von der Wirtschaft wieder rauskriegen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein bisschen abhebt von den anderen Vereinsheimen. Ja. Wir wollten uns allgemein auch für andere Mitglieder öffnen oder für andere Leute, dass wenn sie sehen, was das für eine tolle Anlage ist, dass sie vielleicht auch zum Verein dazugehen. Mhm. Und wenn ich was kurz sagen darf, weil das habe ich jetzt den ganzen Tag schon dabei. Ja, eben, das wollte ich auch und das fragen, muss ich verkaufen. Wir haben ja alle 100 Jahre Verein absagen müssen, aber es sind zwei Dinge, die wir machen sollen. Das erste war, wir wollten von Haus aus nicht eine normale Festbroschüre machen mit anderen, mit Werbung alles mögliche, sondern wir wollten wirklich einen Vereinsbericht über 100 Jahre Vereinsgeschichte machen. Mhm. Und wir haben alte Mitglieder gehabt oder langjährige Mitglieder, die haben sich dieser Arbeit angenommen. Ich habe über 2 Jahre daran gearbeitet. Und eigentlich waren einmal 100 Seiten in Hochglanz geplant. Jetzt haben sie bei 200 noch was aufgehört, aber es ist ein ganz tolles Buch, das kommt bei den Mitgliedern sehr an. Und da ist halt dann sehr viel von der Geschichte vom Verein drin. Ja, zeig mal ein bisschen, ja. Und unter anderem eine Luftaufnahme vom alten Vereinsheim, wie das es war. Also, das ist noch geblieben. Genau, und das ist da geblieben. Also die Langer Geislinger waren da, was das betrifft, immer schon sehr aktiv. Und lass mal kurz mal kurz rein. Ah ja, dann gibt es die einzelnen Jahre hier aufgezählt. Wenn jemand Jugendfotos von mir und mit Dauerwelle will, muss er da suchen. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite. Aber es gibt's. Klappt man nicht, aber es ist tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja, hoffentlich könntest du das noch ein bisschen feiern, Mensch, danke. Ja, also ich habe es vorher schon gesagt, wir haben sehr optimistisch, es stehen heuer vielleicht einige Aufstiege an. Der sportliche Erfolg ist bei einem Sportverein natürlich einmal ganz wichtig, aber in unsere Klassen, wo wir spielen, oder auch in dem Bereich, wo sehr viel ehrenamtlich und auch das nur freizeitmäßig geht, ist auch das Gesellige sehr wichtig. Ja, ja. Und wir haben das Glück gehabt, haben wir schon Weihnachtsfeiern am Faschingsball, haben wir schon feiern können. Da. Ich finde, das waren 2 außergewöhnliche Veranstaltungen. Und wir freuen uns auf die Zeit nach der Pandemie, wenn das dann wieder aufwärts geht, das Vereinsleben. Ja, also danke. Wir haben eine sehr gute Voraussetzung. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Wirklich ganz schön gemacht, wirklich wunderschön. Und jetzt zeigst du uns aber noch was. Aber das weiß ich noch gar nicht, ob ich das den Zuschauern jetzt verrate, was du eigentlich machst. Aber bleib's dran, wir sind gleich wieder für Sie da. Ja, die meisten werden es machen, jetzt geht's ums Aufwachen. Gut. Kanzelsberger Immobilien präsentieren Ihnen die Heimatgeschichten. Wir sind in der großen Kreisstadt Erding und haben ein echtes Original kennengelernt. Sepp Kaiser ist nicht nur erster Vorstand beim FC Langen Geisling und Stadtrat in Erding, er ist auch noch hier beschäftigt. Stets Corona-negativ getestet und mit viel Frischluft versorgt, wage ich mich mit in den Lader. Also, jetzt erzähl mir mal, was sind denn das hier für Kiesberge? Also, das ist unser Lagerplatz. Ich bin ein Kies- und Erdbauunternehmer. Ja. Und wir tun eine Bauschuttaufbereitung, weil wir Abbruch machen betreiben. Und das ist die Lagerfläche, wo halt dann die angelieferten Bauschutt dementsprechend aufbereitet werden. Und da kommen die Kunden und holen es ab. Wir haben uns jetzt in der Winterpause, aber ab nächste Woche geht es wieder los. Und wir fahren halt gerade mit unserem Ladegerät rum und schauen uns das Ganze ein bisschen an. Und kommt es aus unterschiedlichen Gruben, dass da manche heller sind und schwarz und rötlich? Das kommt erstens, wir bewegen uns jetzt auf die Materialien zu, das ist ein Asphalt, das ist ein Asphaltfresko, sagen wir, das wird zum Feldstraßensanieren hergenommen. Das da hinten ist ein Beton-Recycling-Material, also RC-Beton, das wird wieder eingebaut, das kommt vom Beton, wo man ausgebaut hat, der wird geschreddert und dann hergerichtet. Vor uns das dunkelrote ist Ziegelmaterial, das sind also Recyclingprodukte. Das andere haben verschiedene Kiessorten. Und je nachdem,
das stimmt, je nachdem wie die Schürfung ist, je nachdem wie das Ausgangsmaterial, dementsprechend nimmst du den Farbton an. Und die ganz hellen Sachen, die haben natürlich gewaschen. Und da ist der ganze Schmutzteil raus und dann gibt es eine schöne helle Farbe. Also das ist ja dann total nachhaltig und gut für die Zukunft. Eigentlich ja. Also wir versuchen immer mehr, also die Kiesausbeute zu verringern und die Recyclingprodukte einzubauen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das ist momentan eine große Aufgabe, weil einerseits wird es da vom Staat vorgeschrieben, ERC-Mixmaterial herzustellen. Andererseits wird der Staat selber bei den eigenen Ausschreibungen das Material dann nicht berücksichtigen. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber mei, die Probleme, glaube ich, hat jeder in seiner Firma. Also es gibt immer wieder Sachen. Da sieht man jetzt so, wie der Ziegel angeliefert wird. Ja, naja, so. Ja. Aber, und den Schreddern und so, das tut es ja auch alles hier draußen. Das stellen wir dann hier draußen, da haben wir die Maschinen und beim Schreddern, es geht ja nicht nur um Schreddern, da werden dann die Fremdbestandteile ausgesucht. Mhm. Also wenn Holz, Plastik oder Kunststoffteile dabei muss, sind, die muss alles aussortiert werden. Das wird alles dann von Hand gemacht. Ja, super. Danke, Sepp, dass wir hier jetzt eine kleine Rundfahrt machen können. Herrlich. Ja. Danke und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel aus Erding. Bis morgen. Wir sehen uns. Kanzelsberger Immobilien präsentierten Ihnen die Heimatgeschichten.